So, willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Mafia 2. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur Gießerei. Dann gehen wir da auch gleich mal hin. Und hier kann man nochmal schön das Haus sehen, wie es abfackelt. Und ab geht's. Ich muss mal ab sofort aufpassen, wenn ich einen Radiosender einstelle, weil viele Stücke hier von YouTube also lizenziert sind oder eher von den jeweiligen Firmen oder Companies, die da Rechte haben an den Stücken und dann werden ab und an die Videos gesperrt und das möchte ich nicht so gern. Deswegen muss ich wohl oder übel das Radio ausschalten. Was habt ihr hier zu tun? Wir sind der scheiße Spur gefolgt. Nächster. Ha, sehr gut. Euch mache ich kalt. Joe, pass auf! Danke, Kleiner. Scheiße, die haben Kanonen. Macht sie fertig. Und jetzt geht's richtig los, ihr könnt schon sehen. Was macht denn ihr wieder? Joey, das ist mal wieder ganz qualvoll. Elender Sadist. So, ihr seht, jetzt geht's hier schon wieder richtig los. Wir dürfen mal wieder rumschießen. Und nicht gerade zu wenig, weil hier gibt es 100.000 Typen von denen. Da ist der erste. Da steckt aber viel ein. Ja, jetzt, aber Gottes Willen. Das ist ja schließlich hier ein Maschine, also kein Maschinengewehr, um Gottes Willen, nein, oh, ich würde mal sagen, was ist das? Kann man das Sturmgewehr dazu sagen oder? Na, ich sag einfach mal, es ist eine Maschinenpistole oder so eine Art davon und deswegen sollte eigentlich nicht mehr aushalten als irgendwie 5 Schüsse davon. Und bei einem Kopfschuss selbstverständlich nicht mehr als ein. Dreh dich nochmal um. Ja, so muss es doch sein. Und da geht's gleich weiter. Oh, das ist ein Auto. Bist du okay? Ja, was soll die Aktion gerade? Ja, naja. Oh, fuck. Hier sind ja noch Leute. Ah, das war nicht gerade so perfekt, die Aktion. Ich wusste gar nicht mehr, dass da noch Gegner sind. Oh, und wir müssen unbedingt Munition aufsammeln. Habe ich nämlich gerade vergessen. Bei den Gegnern hier. Und ich glaube, die haben sogar Waffen rumliegen. Ich denke, Joey und die anderen und Steve und wie sie alle heißen, werden eine Weile mit denen hier alleine zurechtkommen. Ich gucke jetzt erstmal, ob hier noch Munition rumliegt. Weil das wesentlich wichtiger ist. Aber ich glaube, hier sind schon alle weg. Ja, was machst du hier noch? Ja, der ist tot. Dem kannst du nicht mehr helfen. Jetzt komm, mach hier mit. Also Leute gibt's. Steht er einfach faul hier rum? Ne, ne, ne. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo anders Waffen herbekommen. Und wir sind mal wieder hier am Ort des Geschehens. Suchen uns Deckung und los geht's. Was ich schade finde, ist, dass man die Tastenbelegung nicht ändern kann oder nur sehr gering ändern kann, weil ich muss ja jetzt gerade anzoomen und schießen mit R2 und L2 und ich schätze mal, jeder, der schon mal einen Controller oder eher einen PS3-Controller in der Hand hatte, weiß, wie lästig das ist mit den beiden Tasten zu zielen und zu schießen. Oder generell, was heißt mit einem PS3-Controller generell, wer schon mal einen Shooter gespielt hat, weiß, dass das nicht gerade die bequemste Art ist. Und das kann man eben nicht ändern. So, und es geht weiter, wie man sehen kann. Es hört gar nicht mal auf hier mit den Gegnern, aber
Wir können hier eine nette Waffe aufnehmen. Können sogar was trinken, um unser Leben wieder aufzufüllen. Aber ich muss sagen, ich habe auch Hunger, deswegen esse ich hier einfach mal den Hamburger, der so schön appetitlich herumsteht, sogar noch auf dem Teller serviert. Und dann gucke ich mal, ob hier sonst noch irgendwie was rumliegt. Okay. Ich denke mal, das war's soweit. Aber hier ist doch gleich ein Gegner. Das kann ich auf der Minimap erkennen, so gut sind meine Augen noch. Und da haut der Feige ab. Oh, dann laufen wir eben so lang. Und ganz schnell so. Haben Gott sei Dank keinen Schuss abbekommen und jetzt sind wir hier hinter den feindlichen Linien. Ist er gerade verbrannt? Nee, natürlich nicht. So, und ihr seht es. M1 Garant. Ist nicht schlecht. Das haut gut Schaden raus. Ist ihm ja kein. Hat eben kein Dauerfeuer, sondern nur Einzelschuss, aber. Für den Anfang. Oh, das ist unser. Für den Anfang sollte das dann trotzdem reichen. Und wir können anscheinend nur hier raus. Dann machen wir das mal. Ja, und hier ist doch. Ja. So nicht. Oh. Hoho. Ruhig, Jungs, ruhig. Wir haben aber hier noch Molotov-Cocktail, deswegen. Sayonara. Das wird erstmal hier reichen. Und da ist ein Feind. Oder eher, da war ein Feind. Mit uns macht man hier solche Spielchen nicht. Hier scheint jeder tot zu sein. Dann gehen wir mal weiter. Gut, Waffen haben die anscheinend keine dabei. Ich frage mich dann nur, mit was die auf uns schießen. Und wir gehen hier einfach mal weiter. Ja, aber der hat doch hier eine schöne Maschinenpistole gerade gehabt. Der ist auch tot und jetzt... Ja, genau, die Grease Gun nehmen wir jetzt. Ihr seht, Grease Gun, also sprich, die Grease Gang hat sogar eine eigene Waffe. Das ist ja fantastisch. Zeit, vor den Schöpfer zu treten. Oh, und da gehen wir lieber weg. Aber hier über uns sollten irgendwie Leute sein. Zumindest wird es hier angezeigt. Ja, wo seid denn ihr? Naja, ist jetzt auch egal. Wir wechseln ja erst noch auf unser Garant. Hey, jetzt wo schießt denn der her? Irgendwo muss doch hier... Ach, da ist er. So, mein Freund, komm, zeig dich. So. Es hat sich ausgeschossen, mein Freund. Okidoki, weiter geht's. Danke für die Hilfe, Joey. Du kamst gerade im richtigen Augenblick. Und ihr seht, da hält wieder so ein Haufen aus. Die Kugeln haben gerade nämlich gesessen. Hier ist auch noch einer. Oh, Jungs. Oh, verdammt. Ich wusste nicht, dass es drei Stück sind. Ich hab gedacht, das wäre einer. Oh, das ist traurig. Und wo beginnen wir jetzt? Ach, das habe ich hier. Ein ziemlich langer Checkpoint, also. Hätten wir können auch anders regeln. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist schon noch hier ein ganzes Stück entfernt. Naja, was soll's. Ging ja jetzt eigentlich relativ schnell, dann kriege ich die ganze Sache eben nicht in einem Part rein, aber was soll's. Ich werfe jetzt gleich mal hier. Nein, da wollte ich ihn eigentlich nicht hinhaben, aber egal. Da soll ich es nochmal zeigen, ja. Und ihr seht, irgendwie ich schieße dem mit dem M1, also doch einem dicken Kaliber, einfach so in den Hals rein, oder was war das? Ja. Oder halb in den Kopf rein und der schießt einfach weiter auf mich. Entweder das ist ein zäher Bursche oder das Game ist
leicht unrealistisch. Wer hätte es gedacht? Nicht schlecht, was? Ist ja eigentlich fast jedes Game. Wenn man jetzt mal von den Simulationen absieht. Und die scheinen auch wieder alle tot zu sein. Dann spiegen wir mal nach vorne. Vielleicht wird es ja doch noch was. Wir sehen uns in der Hölle. Da ist er mit der Maschinenpistole. Dann gehen wir gleich mal auf den zu. Weil die echt nicht schlecht ist. Hier die Grease Gun. Oh, jetzt ist hier noch einer. Der ist aber gleich weg. Und irgendwer schießt hier mal wieder auf uns. Ich laufe einfach weiter. Ja, schießt ruhig auf mich. Macht mir nichts aus. Ach, das ist ein Feind. Oh, Vito, jetzt aber hier Schnelldeckung suchen. Wo sind da eigentlich meine anderen hier, Kumpa an? Kommen die auch noch heute? Bist du okay? Los, Vito, los geht's. Es hat sich mal wieder für dich ausgeschossen, wie beim letzten Mal auch. Jetzt gehen wir aber hier taktisch vor. Wir rennen ihm nach vorne wie ein Bekloppter. Bam. So gleich gar nicht. Jetzt habe ich euch nämlich. Und jetzt zücke ich noch die Pistole und treffe kein Giant-Tor. Ich habe gehofft, ihr könntet ihn wenigstens irgendwie treffen, aber das scheint wohl zu viel verlangt zu sein. Oh, dann müssen wir es eben doch wieder mal machen. Genau. Oh, fuck. Hier sind noch Gegner. Die kamen leicht unerwartet. Und mal wieder haben wir nur für die Pistole Munition. Lässt ja echt niemand eine Waffe fallen? Das ist so unglaublich. Oh, wie ich nicht zielen kann. Jetzt aber. Ja, der hat nämlich hier eine Pumpgun dabei gehabt. Oder eine Schrotflinte, wie man es nennen mag. Ich wusste mal den Unterschied zwischen einer Pumpgun und einer, wer ist der andere? Pumpgun und... Ach, es gibt noch einen Ausdruck. Aber ich glaube, Pumpgun ist eben, wenn man immer nach jedem Einzelschuss so, ihr wisst schon, so pumpen muss. Und das andere, wenn man das nicht tun muss. Den hätten wir. Scheint jetzt alles hier clear zu sein. Ich bin echt gerade am überlegen, wie heißt das andere? Es gibt Pumpgun und noch was. Shotgun, genau, Shotgun war es, ja. Genau. Jetzt hätten wir das also auch geklärt hier. Der Unterschied zwischen einer Pumpgun und einer Shotgun. Hier schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen, uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, esse ein Steak, nehme eine Dusche und gieße mir einen hinter die Binde. Na dann, viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später. Unser schöner Anzug. Oh, der ist so dreckig. Scheiße, wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her? Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette, für den hier rückt Derek mindestens einen Riesen raus. Okay, bring das Baby zu Derek. Ihr könntet sehen, unser nächstes Ziel wird sein, diesen schicken Wagen hier zum Hafen zu fahren. Ja, wir dürfen ihn selbstständig fahren. Und wie wir den fahren und ob es einen Unfall gibt oder sonst was, erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann.